Geneigte Living- und Travel-Zuschauer, es geht weiter mit unserer Bastelstunde. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das heute auf einen Schlag fertig mache, weil es ist sehr kalt und bevor ich mir hier was hole, mache ich das dann lieber auf zweimal. Aber ich guck mal. Wir fangen erst mal an, und zwar geht es darum, dass ich diesen Einbauschutz oder Einbruchschutz hier einbauen möchte in die Tür. Um zu verhindern, dass man einfach mit einem Durchstechen, mit einem Schraubendreher oder Spitzengegenstand die Zentralverriegelung dann öffnen kann von außen. Und das ist ja extrem einfach bei dem Auto, sehr erschreckend. Das Teil möchte ich einbauen. Dazu ist es nötig, dass man die Türverkleidung abbaut. Und das werde ich mich jetzt mal ranwagen. Alles, was ich gesehen habe soweit. Ich habe also dieses Teil hier bestellt. Das kostet 18-19 €. Mir gleichzeitig so ein Werkzeugsatz hier dazu bestellt, um die ganzen Teile abzubauen, ohne groß was kaputt zu machen. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten, Hauptwerkzeug ist wohl ein 30er Torx. Den müsst ihr nicht extra kaufen, der ist sogar in eurem Bordwerkzeug mit drin. So ein Steckding hier, Kreuzschlitz und Torx. Und wenn ihr also keinen zur Hand habt, in eurem Bordwerkzeug ist das Teil drin. Aber ich nehme mal an, jeder, der sich an das Teil hier macht zum Einbauen, wird auch entsprechendes Werkzeug da haben. Ich habe gleich mal eben geguckt und schon das erste Problem festgestellt. Da muss ich mal gucken, wie ich das löse. Ich denke mal, ich zeige euch das dann mal kurz. Und zwar, dieses Teil hier muss raus, um an eine Schraube zu kommen. Aber da die Remise hier eingebaut ist, ist das also nur mit Gewalt möglich. Und das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Also werde ich die Remise mal versuchen abzumachen. Das ist wohl kein großer Akt. Und das versuchen wir jetzt gleich mal. So, ich werde jetzt mal versuchen, die Remise abzumachen, um mir das zu erleichtern, dieses Panel hier unten abzubauen, ohne Gewalt und irgendwas kaputt zu machen, wie gesagt. Der Clou bei der ganzen Sache ist wohl relativ einfach. Du machst diese Verkleidung ab, machst eine Schraube raus und dann geht das angeblich hier mit Clipsen einfach abzuziehen. Das versuche ich jetzt mal, weil das Ding hier rauszukriegen mit der Remise installiert ist, also ich möchte es nicht machen. Mal gucken mal. Drück mal die Daumen wieder. Schauen wir mal. Naja, weit weg ist sie nicht. Und da ist auch unsere Kreuzschlitzschraube. Mal gucken, ob das so geht oder ob ich einen Schraubendreher brauche. Noch nicht mal ganz abmachen, sondern nur anheben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, jetzt ist es ab. Und jetzt geht das los mit der ersten Schraube. Die sitzt genau da. So, die eine Schraube ist draußen. Das Teil muss jetzt raus. Das scheint aber schwierig zu sein, auch mit dem Werkzeug nicht so einfach zu sein. Noch eins, man sagt, das Fenster am Anfang so 5 cm auffahren, da man die Verkleidung da dran festbinden muss, wenn man fertig ist. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht hat das hiermit zu tun mit dem Türöffner, dass man den nicht abmacht oder irgendwann. Das sehe ich dann. Ich versuche jetzt mal eine andere Herangehensweise, weil das Ding muss auch
Die Verkleidung hier muss auch weg. Vielleicht komme ich sogar von hier, von unten, an die Verriegelung und kann die einfacher ausbauen als die von oben. Mit dem Werkzeug dann doch recht schwierig, das rauszuholen. Ich probiere das mal. Zack, da ist das Ding schon mal raus. Also viel Angst darf man nicht haben hier, dass da irgendwas kaputt geht. Und jetzt hatte ich gedacht, nee, das wäre jetzt zu einfach gewesen. Das geht leider nicht. Schade. Schade. Naja, hilft nichts. Wartmut, Dartmut. Aber nichtsdestotrotz sind hier auch zwei Schrauben, die raus müssen. Das wird aber schwierig. Das wird jetzt etwas. Schade. So, dann müssen wir doch etwas mit roher Gewalt hier wahrscheinlich dran gehen. Schade. Na gut. Junge, Junge. Also da wird man es doch ein bisschen anders hier. Gefallen tut mir das nicht. So, also das ist extrem schwierig hier rauszukriegen. Ich versuche jetzt mal erst die Lautsprecherverkleidung abzumachen. Vielleicht komme ich da dann von hier unten irgendwie ran, weil das ist schon heftig. Also wir probieren jetzt. Der Lautsprecher ab. So, jetzt geht es mal mit dem Fensterheber hier weiter. Jetzt versuche ich das nochmal. Also ich komme von nirgends dran, der muss von oben ab. Da hilft alles nichts. So, das Ding ist jetzt raus mit roher Gewalt und das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Die Klammer hält das hier drin. Und wie das normal funktionieren soll, ohne diese rohe Gewalt, ist mir schleierhaft. Aber es ist raus. Dann die Stecker ab. Zugeschlossen. Einmal. Das ist diese kleine Klammer hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber die hält das Ding da drin. Und das ist Wahnsinn. Und dann geht es hier unten weiter. Die müssen auch noch ab. Also, bevor ich jetzt das Teil abmachen kann, habe ich festgestellt,
Da drinnen, da unten, da ist auch noch ein Clip. Den muss ich noch abklippen. Ich nehme an, hier vorne wird auch irgendwo einer sein. Nee, nur der eine. Gut, nee, hier oben ist noch einer. Hier. Hier ist einer und da unten ist einer. So, also den Lautsprecher musste ich doch abmachen, kann ich nicht hängen lassen. War dann letztendlich kräftig an dem Ding ziehen und dann war er ab. Und der Grund, warum wir das Teil hochhängen müssen, ist, wie ich vermutet habe, der Seilzug hier vom Türöffner hier. Also binden wir das ganze Teil jetzt hier hoch. Und dann geht's weiter. So, jetzt kommt die Verkleidung dran. Jetzt kommt die ab. Das ist aber... Naja, das war jetzt relativ einfach. So, jetzt kommt das mit dem Einschneiden von der Folie hier. Geht nicht anders, muss man leider kaputt machen und hinterher mit Klebeband wieder zukleben. Nicht schön, aber unvermeidbar. So, und das sind auch unsere Muttern, die wir brauchen. Gucken, ob man die erkennen kann. Da sind unsere Muttern drin, oder eine. Da ist schon mal eine. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und die zweite sitzt hier dran. So viel ich das richtig verstanden habe. Ja, da sitzt die zweite. Kann man leider so nicht erkennen, musste ich mit der Taschenlampe reinleuchten und da sitzt auch der Riegel von der Türverriegelung davor. Ich hoffe, man kann das jetzt ungefähr erkennen, was das werden soll. Man muss also mit dem Türschlüssel das Schloss bewegen, um diesen Stab aus dem Weg zu kriegen. Dann haben wir die erste und jetzt kommt die nicht so schöne. So, jetzt die zweite. Die ist eklig. So, jetzt die zweite und nicht fallen lassen. Obwohl, wenn ich muss hier unten reingraben, muss raus. Alles kein Problem. Da haben wir sie, voila. So, jetzt kommen wir zum Einbau. Und da ist hier so eine kleine Aussparung. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und das ist für eine Schraube hier drin. Also die muss genau dahin. Da ist diese kleine Schraube. Und so muss das Blech dann hier rein. Alright, dann probieren wir das. Du Scheiße. So, drinne ist es. Und so soll das dann aussehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist doch schon sehr dunkel. Da ist diese Aussparung für die Schraube. So rum muss das da rein. Gut, meine Muttern drauf. Einmal.
Zweimal. Das war's. Jetzt klebe ich meine Folie wieder zusammen mit Tape und baue meinen Kerschel wieder zusammen. Eine Diebstahlsicherung installiert, zwei kommen noch. Jetzt sehe ich gerade, den einen Clip muss ich rausmachen. So geht's nicht. Nicht lustig. Der macht schon mal nichts. Aber nichts kaputt gegangen. So. Wo ist der drin? Da. Okay. Den hier zusammenkriegen. Schon mal das. Und da haben wir das. Gut, meine Kabel sind alle da. Also meine Kabel sind alle da und ich baue das jetzt einfach zusammen. Und fertig. Den mal durch. Meine Verkleidung hätte ich mal vielleicht vorher dran machen sollen. Das war jetzt blöde. Oh, shit. Das ist das, wenn es kalt ist, man nicht mehr nachdenkt. Jetzt muss das Ding wieder ab, weil ich habe die Verkleidung vergessen. Mann, ey. So, also mit dem Teil hier macht es mit Sicherheit mehr Spaß. Muss mal gucken, wie rum das kommt. Ja. Kabel, Kabel, Kabel. Okay, ich fange nochmal zu schrauben. So, zum grünen Abschluss. Alle Schrauben drin, alles wieder zusammengebaut. Und jetzt muss ich noch den Aufkleber hier drauf machen. Ganz wichtig, dass die potenzielle Einbrecher sehen, dass da dieses Blech davor ist und es nicht so einfach ist, diese Tür aufzumachen. Und dann war's das. Ciao.